So, willkommen heute zum kleinen Video. Mir wurde die Frage gestellt, ob ich alle Teilenummern der Dichtungen mal zusammenfassen kann und quasi auflisten kann, welche Dichtungen alle an dem Fahrzeug dran sind. Da habe ich gedacht, dann mache ich ein kleines Video und zeige gleich, wo die Dichtungen überall verbaut sind, wie viele Dichtungen das Fahrzeug insgesamt hat. Dann sehen wir uns gleich nach dem Intro und schaut uns die Dichtungen am Fahrzeug an. Ich sage dann auch ein bisschen was dazu und blende dann im Video jeweils immer die Teilennummer der jeweiligen Dichtung ein. Bis gleich. So, dann fangen wir vorne am Fahrzeug an. Hier natürlich ein Beispiel einer US-Version, ja, an meinem 560er. Hier haben wir so eine Dreiecksdichtung drin. Vorne hier für das Blinkerglas. Die Scheinwerfer haben keine separate Dichtung, die sind nur mit so einem Zierrahmen umgeben, haben aber keine separate Dichtung. Ja? Also Dichtung Nummer 1, jeweils vorne die Blinker links und rechts. So, dann kommen wir hier zur zweiten Dichtung an der A-Säule. Die Dichtung ist zusammenhängend, die beginnt hier unten, die wird hier mit dem kleinen Clip, wird die hier befestigt und dann in diese Schiene, ja, in diese Führungsschiene eingepfuttet, verläuft dann hier oben am Scheibenabschluss hier rüber, sieht man, ist zusammenhängend und geht dann hier in den Wasserablauf. Läuft dann runter und endet unterm Blech. Die Dichtung hier an der A-Säule, die ist zusammenhängend. Ne? Also nicht, wenn ihr an eurem Fahrzeug die alte Dichtung ausgebaut habt und die vielleicht da oben schon geteilt war, beziehungsweise hier schon kein das Ganze nämlich zusammenhängend war und ihr bekommt eine neue Dichtung und die ist zusammenhängend, dass ihr dann denkt, hier, ihr müsst die da oben zerschneiden, es muss zusammenhängen, sonst läuft auch hier oben die Suppe rein. Ja, also die wird hier drüber gelegt und dann außer am Rahmen, ja, an der Fenstereinfassung mit drei Schrauben befestigt. Ja. Unter dem Gummi sind drei kleine Kreuzschlitzschrauben, da könnt ihr dann diesen Gummi an dieser Leiste befestigen. Dann die eigentliche Türdichtung, beginnend hier oben, hält sie diese Chromplatte hier noch fest, dann verläuft sie in der Tür und komplett über die komplette Länge der Tür und weiter und kommt dann hier an die A-Säule, ich hoffe, das ist nicht so dunkel im Video, kommt dann hier wieder hoch. Hier an der Stelle ist sie geklippt. Guck mal, ob man das jetzt sehen kann. Ja, hier könnt ihr es noch sehen. Hier habe ich diese weiße Clips drin. Ja, die müsst ihr separat dazu bestellen. Die Dichtung wird dann nur hier festgeklippt. Ja. Manche kleben die zusätzlich hier noch fest oder so, habe ich jetzt nicht gemacht. Ich finde, es hält auch ganz gut. Aber wenn ihr da neue Dichtungen reinmacht, denkt an die Clips. Ich schreibe im Video mit dazu, wie viele Clips ihr pro Seite braucht. So, weitere Dichtung befindet sich an der B-Säule. Die beginnt hier oben bei der Chromeinfassung und geht bis ganz runter zum Einstieg. Ja? Hier ganz oben. Und dann gleich hier an der Seite, gleich an der B-Säule, habe ich hier oben noch eine kleine Dichtplatte, ja. Die habe ich auf beide Seiten. Die ist mit der Nase unter dieser Chromplatte hier befestigt. So, jetzt sind wir hinter am Verdeckkasten. Die Verdeckkastendichtung ist am Fahrzeug angebracht und geht einmal komplett rum. Die wird hier nur so reingepresst, so reingelegt. Die muss man dann mit einem Gummikleber noch fixieren. Gerade wenn das Verdeck immer auf und zu geht, ist gerade der Bereich, der hier mit Samt verkleidet ist, der,
der wird immer stark beansprucht, wenn das Verdeck rein und raus geht. Gerade hier mit dem Teil, der schabt da immer dran. Ne? Und das sind auch immer diese Stelle, wo gerade bei älteren Dichtungen oder so, das sieht man immer ganz genau, dass diese Stelle halt am meisten beansprucht. So, hinter am Kofferraum habe ich eine lange, große, komplett zusammenhängende Dichtung, die einmal komplett rumläuft und den gesamten Deckel abdichtet. Ja? Die läuft dann hier unten weiter, einmal komplett durch. Dann, wenn wir gleich hinter beim Heck sind, in einem anderen Video von mir habe ich es gezeigt, die Rücklichter haben jeweils auch eine Abdichtung. In dem anderen Video wird genau gezeigt, wie man die Rücklichter zusammensetzt, auch mit dem Halterahmen und wo die Dichtung platziert werden muss. Im anderen Video habe ich es auch extra dazu geschrieben, darauf schaue, dass die breite Seite nach außen zeigt. Dann habt ihr hier auch einen schönen Abschluss und das Ganze passt dann wieder optimal in die Aussparung dafür. So, dann kommen wir zu den Dichtungen am Softtop. Ich habe hier oben eine zweigeteilte Dichtung, die wird, wie in einem anderen Video auch schon erklärt, meistens komplett geliefert, also zusammenhängend geliefert und muss man nach der Installation dann zerschneiden. Beim Anpassen, ja, also ihr zieht es quasi in die Schiene einmal komplett durch, ja, wenn die Schiene waagerecht ist, zieht das ein, dann vorne das Verdeck einhaken, hinter einhaken, sodass das Verdeck ganz normal auf Spannung ist und dann erst diesen Gummi zerschneide, ne? Nicht, dass er hier dann zu viel abschneidet, zu viel kürzt und wenn er dann das Verdeck quasi unter habt, hier einen zu großen Spalt habt, ja, und hier dann quasi das Regenwasser rein kann. Das ist ja dann hier der obere Fensterabschluss und das muss natürlich dicht sein und das Fenster muss dann hier auch in der Mulde seinen Platz finden. Dann habe ich hier diese horizontale Dichtung an beide Seiten. Dann hinter am Verdeckabschluss, hier oben drin, eine Dichtung, komplett wo den hinteren Rand vom Verdeck abdichtet. Und das gleiche in grün habe ich dann auch vorne am Fensterabschluss, hier oben. Diese müsste auch kleben, die ist zwar auch in einer Schiene, in einer Führungsschiene mit drin, müsste aber zusätzlich noch kleben. So, das waren jetzt unsere Wetterdichtungen an unserem Fahrzeug. Dazu kommt noch die Dichtungen vom Hardtop. Da habe ich jeweils auch nochmal links und rechts eine Dichtung, sowie vorne und hinten habe ich auch nochmal eine Dichtung am Hardtop. Und das Video bezieht sich jetzt nur auf die US-Scheinwerfer. Soweit, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber soweit ich weiß, sind die Abblendlichter auch noch mit der Dichtung versehen bei der europäischen Optik. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video.